when it's hard, that the things that I thought were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a. Der Motor läuft doch ganz okay, oder? Hi Kollegen, alles klar bei euch? So, ich habe mich schon mal hier hingesetzt. Setzt ihr euch auch mal hin, macht mal ein bisschen ruhiger, nehmt euch mal ein Bier, ein Wasser oder einen Kakao. Ich erzähle euch mal so ein bisschen hier zu dem Auto hier. Erstmal wollte ich mir jetzt auch mal ganz kurz hier die Papiere, ihr habt ja kurz Zeit, ne? Einmal hier so durchgucken, was hier so alles ist. Nichts Besonderes. Serviceheft. Ist übrigens ein 325 Cabrio, wie ihr sehen könnt. Das Dach geht schon mal nicht auf, das habe ich gerade schon mal ausprobiert. Der war auch immer zur Inspektion. Ist Baujahr 2005. 2007, 2009, 2011, 13 und 22, das letzte Mal. Finde ich jetzt nicht super, aber ist okay. Ach so, das war Bremsflüssigkeit nur. Okay, alle 2 Jahre, super. Hier fängt die Wartung an. Bei 22.000, bei 46.000, bei 69, bei 91, 94 und 168. Jetzt hat er übrigens um die 180.000 gelaufen. Ja, so alle 20.000. Ne? Auf jeden Fall war er mal ab und zu. Es wurde was gemacht. Jetzt haben wir hier die Sache. Der Vorbesitzer hat das Auto verkauft. Kurz und knapp, weil die Werkstatt ihm gesagt hat, 3.000 bis 3.500 Euro, um den Wagen wieder durch den TÜV zu bringen. Da hat er sich gesagt, das ist das Auto doch gar nicht wert. Dann möchte er lieber verkaufen. Das passiert ja täglich 1000 Mal in Deutschland. Und hier hat er es genauso gemacht. Und ich glaube, wir gucken uns jetzt mal genau an, warum 3.500 Euro, wie sowas kommen kann. Unser Ziel wird sein, das Auto in der nächsten Zeit über den TÜV zu bringen und dafür nicht 3.000 oder 3.500 Euro zu bezahlen. Guckt euch den mal von innen an. Der ist hier im Rohzustand. Ne? Ich habe ihn nicht sauber gemacht und nichts. Ich habe ihn gerade erst hier reingefahren, das erste Mal. Ein Windschott ist sogar dabei. Von der Ausstattung her, also finde ich ihn gar nicht so schlecht. Das Dach habe ich euch gesagt, das habe ich jetzt ausprobiert. Das hat einfach nicht funktioniert, warum auch immer. Von außen zeige ich euch mal so ein paar Roststellen, sowas hier. Ist ärgerlich, aber ist halt in die Jahre gekommen, ne? 2005er, ist ja hier das Facelift-Modell. Was, meine ich, ab 2003 oder 2004 kam, sieht man vorne an den Scheinwerfern. Xenonlicht, Nebelscheinwerfer, kein M-Paket. Das sind so Zubehörfelgen, die sind aber eingetragen. Hier genauso Rost. Vorher das Vor-Facelift-Modell, der hat hier gerne am Kotflügel gerostet. Das haben sie hier bei dem in den Griff gekriegt. Ne? Dafür rostet er umso mehr hinten. Wo sind da noch die Unterschiede? Hinten der LED-Scheinwerfer hat der. Und die dritte Bremsleuchte. Das ist eine Glasscheibe. Beim E36 ist ja noch Kunststoff. Das ist klar, wenn hier so ein paar Sachen dran sind, wir heben den gleich hoch. Ne, wenn da so ein paar Querlenker ausgeschlagen sind, dann rostet der hinten. Wahrscheinlich ist das auch schon durch. Wer weiß, wie der von unten rostet. Dass da ganz schnell eine ordentliche Summe zusammenkommt. Die Motorkontrolllampe leuchtet. Vielleicht sind die Katalysatoren kaputt. Ist ja halt schon wirklich 20 Jahre alt. So,
wir fangen wieder ganz von vorne an mit Verschleißteilen hier. Bremse. Scheibe, ja, die hat da so einen Rand. Aber die würde ich jetzt noch nicht unbedingt tauschen. Belege. Da ist auf jeden Fall noch genug drauf. Reifen. Was haben wir erstmal für ein Alter? 21. Und Profil. Vollkommen in Ordnung. Federn und Stoßdämpfer sehen erstmal trocken aus. Und auch original. Kein Fahrwerk. Gehen wir weiter nach hinten. Hinten die Scheibe. Ja, ja. Oh, aber die Belege. Die müssen neu. Und die Scheibe. Ja, also ich würde es jetzt. Wäre es mein Auto? Ja, ist ja mein Auto. Ich meine, würde ich ihn selber fahren, dann würde ich nur die Belege machen. Die Anschlagpuffer da oben sind völlig in Ordnung. Rostmäßig, habe ich ja gesagt, da. Die Seite hier genauso. Ja, der Belag, der ist fällig hinten. Oh, und guck mal hier. Ja, da muss jetzt dringend, dringend gehandelt werden. Da genauso. Das ist auf jeden Fall alles schon durch. Da muss bestimmt geschweißt werden. Aber so, der Lack von der Seite. Ja, da hinten sieht er schon nachlackiert aus. Hier ist der Stoßdämpfer trocken und die Feder sieht auch okay aus. Hier vorne, seht ihr, der hat gestanden. Guckt euch das mal an hier. Das ist der Abdruck von dem Belag. Die Belege sind vorne okay. Ja, ist halt schon ein altes Auto, der hat seine Macken und Kratzer. Hier vorne am Kondensator ordentlich Fliegen und Bienen und Wespen. Also es gibt keinen BMW, der kein Öl verliert, oder? Ne, und hier ist auch schon mal schön nass. Gucken uns hier die Lenker an. Also der Querlenker, der sieht gar nicht so alt aus, da dieses Hydrolager. Das muss ich gleich mal mit dem Montierhebel mal alles so ein bisschen abdrücken, was da ausgeschlagen ist. Das Öl kann man sich, ja, da muss man ein bisschen gucken, ob es von der Ölwanne kommt. Das kann auch mal ganz schnell teuer werden, weil hier auch die Vorderachse, meine ich, so ganz schön ausgehakt werden muss. Oder abgehängt. Guck mal, was der da rostet. Das ist die Achse, ne, die dran geschraubt ist. Also, das sieht gar nicht so schön aus. Da muss man auf jeden Fall mal handeln. Dann das Getriebe. Ja, ist auch nass. Oh, aber guck mal da, was ich da sehe. Seht ihr, wie die Hardyscheibe sich auflöst? Ja, die muss auf jeden Fall neu. Die wird bald dann nur noch in Fetzen hängen. Macht sie ja jetzt schon. Ich würde auch mal alle Öle so ein bisschen neu machen. Weiter der Auspuff hier, der Mitteltopf. Ja, das ist hier alles rostig. Das Differential ist rostig. Aber auch hier der ganze Achskörper, da oben auch. Ja, der kommt auch aus dem tiefen Sauerland, das Auto. Da ist ja das Wetter dann auch mal ein bisschen anders, ne, als bei uns. So im Ruhrgebiet. Oh, oh, oh. Und da oben sind die neuralgischen Stellen, wo der E46 gerne einreißt. Das heißt, da reißt dann die ganze Achse raus. Da muss ich glaube auch mal genau gucken mit dem, irgendwie mit dem Schraubenzieher, ob er da vielleicht schon rausgerissen ist. Aber dann sind wir bei mehr als 3.500 Euro. Ich glaube, da hat einer so unter Bodenschutz mal überall raufgesprüht und der blättert jetzt schön ab. Naja, aber eingerissen ist hier nichts. Das ist noch alles betonhart. Das muss auf jeden Fall mal richtig abgeschliffen werden. Ich glaube, die Seite, die reißt öfter hier, die linke, oder? Hat mir mein TÜV-Prüfer gesagt. Ich glaube, hier hinten links, da reißt es öfter als rechts. Oder nur. Nee, hier ist alles bombenfest. Von dem Blech her. Ne? Muss halt nur mal richtig abgeschliffen werden, sauber gemacht und
versiegelt. Aber alles. Das ist beim E46 immer verbogen. Weil man da immer irgendwo mal aufsetzt. Und guck mal, das ist zwar alles rostig, aber nur oberflächlich. Das muss alles schön, am besten irgendwie eisgestrahlt oder sandgestrahlt. Weil in ein paar Jahren sieht das anders aus, ne? Die Seite da genauso. Guck mal, das ist doch überall so unter Bodenschutz. Ja, Bremsleitungen sehen gut aus. Hat der hier auch so ein Lager? Nee, oder? Nee. Ich weiß, so ein Mittellager hat er da. Wenn das ausgeschlagen ist, dann knallt der auch immer beim Schalten. Hier sind die Bremsen. Oh, hier hat schon einer so ein bisschen Wachs drauf geknallt, ne? Ja, das ist alles noch fest. Gut, durchgerostet ist noch nichts. Wir halten schon mal fest, was jetzt für den TÜV auf jeden Fall relevant ist, ist hier der Ölverlust. Je nachdem, was das hier ist, ob es die Ölwanne ist oder das Ölfiltergehäuse, die Hardyscheibe und hier, sagen wir mal, hier sind die Querlenker, obwohl die gar nicht ausgeschlagen aussehen. Die sehen gar nicht so alt aus. Die weiß ich, die sind auch sehr teuer. Bremse hinten. Wahrscheinlich hätte die Werkstatt wahrscheinlich vorne die Bremse genauso gemacht. Seht ihr da so 3.500 Euro? Je nachdem, in welche Werkstatt der geht, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Das Dach funktioniert nicht, da haben wir auch noch nicht nachgeguckt. Da kann auch eine Pumpe kaputt sein. Irgendwie kann ich ihn verstehen. Auf jeden Fall. Er selber kann es wahrscheinlich nicht, sonst hätte er es gemacht. Und den in irgendeine, weiß ich, in so eine kleine freie Werkstatt zu bringen, da ist auch immer das Risiko, kriegen die das überhaupt so alles vernünftig hin, ne? Kennen die sich damit aus und wie wird es hinterher gemacht? Also ich glaube, da gibt es Leute, die haben da auch keine Lust drauf. Ne? Egal wie schön das Auto ist, geben den dann einfach ab und ziehen da das Beste bei raus und gut. Wir wissen ja auch noch nicht, wie viel Öl verbraucht der Motor. Ne? Die verbrauchen auch gerne Öl. Was ist, wenn der jetzt da alle 500 Kilometer 1,5 Liter reinschütten muss? Macht ja auch keinen Spaß. Gut. Von hier unten ist erstmal okay. Hier muss wahrscheinlich auch mal einmal alles neu. Das Thermostatgehäuse ist hier von Mahler und das sieht auch gar nicht so alt aus. Keilriemen sehen auch noch super aus. Also der hat sich schon immer Geld in die Hand genommen, so wie es aussieht. Ne? Kühlwasserstand ist okay. Hieran sieht man auch immer, ob es einer ernst genommen hat. Aber der sieht auch schon ganz schön alt aus. Guck mal, was da drin hängt. Weiß nicht, ob hier ein Baujahr draufsteht. Doch, 22. Ja, geht. Ist ja gar nicht so alt, ne? Ich möchte mir mal die Zündkerzen angucken und die Brennräume mit dem Endoskop. Oh, ich sehe schon, hier hat einer aber investiert. Guck mal, zwei neue NGK-Zündspulen. Ich schraube mal eine Kerze raus. Bosch. Ja, sind ganz schön verrußt. Ja, ich glaube, ich würde sie lieber neu machen. Ne? So verrußt, wie die sind, sind nicht mehr die jüngsten.
Ich habe mein Lieblingswerkzeug in der Hand und Aufnahme startet. Wir sind faul, wir fangen heute hier vorne an, am ersten Zylinder. Wenn der Kolben oben ist, ja, ist er, dann drehe ich einfach ein bisschen am Motor. So, was haben wir denn da für einen Schatten? Ach so, da spiegeln sich da die Einkerbung. Boah, der sieht ja aus wie neu. Guckt euch das mal an. Wie gut da der Kreuzschliff noch zu sehen ist. Ja, BMW ist einfach, das muss ich jetzt immer wieder feststellen, eine andere Qualität als VW. Da seht ihr ganz schön Verkrustung. Da würde ich jetzt sagen, viel Stadtverkehr und Kurzstreckenbetrieb. Dann sieht das so aus. Der müsste mal richtig ein paar Stunden über die Autobahn. Aber hier sieht man ja gar keine Verschleißspuren. Der zweite Kolben ist oben, da muss ich mal wieder drehen. Da sieht man ein bisschen nichts im Gegensatz zu, wisst ihr noch letztens den VW-Motor? Der hatte weniger gelaufen. Hier die Ventile genauso verkorkt. Was ist das Braune da? Ja, der müsste mal neue Zündkerzen haben und dann richtig mal auf die Autobahn. Dann wird der auch bestimmt qualmen die erste Zeit und wird ein paar Rauchschwaden schießen. Aber das wird dem Motor gut tun. Jetzt kommt der dritte. Ein super Kolbenboden, ein Kolbenbild. Kreuzschliff ist noch voll da. Was ist da für ein Schatten? Ja, so super ist die Qualität auch nicht mehr von dem Teil. Aber das sieht klasse aus. Da seht ihr ein paar Spuren. Aber alles auf jeden Fall alters- und laufleistungsentsprechend. Seht ihr, was da für eine Mondlandschaft ist auf dem Ventil? Aber wenn ich da jetzt drankommen würde, dann würde ich da überall mal mit der Drahtbürste drüber gehen. Aber da kommt man ja nicht so einfach dran, ne? Ja, das passiert einfach, wenn man immer vieles auch einfach normales Superbenzin. Da bleibt halt viel hängen hinterher. Jetzt kommt der vierte. Da steht auch Öl, seht ihr, das kommt von der Ventildeckeldichtung, ne? Schöner Kreuzschliff. Hier ist das Bild genauso von den Ventilen. Seht ihr das? Manchmal kann ein Auto Fehlzündung kriegen, wenn die Ablagerungen da so zwischenkommen und dann, weil einfach das Ventil dann nicht mehr richtig schließt. Der wird auch Öl verbrauchen. So, jetzt gucke ich nochmal in den sechsten. Der hat es immer da hinten am schwersten. Also Motor mal wieder runterdrehen. So, hier ist auch wieder ein schöner Kreuzschliff.
spiegelt sich hier alles schön. Einmal umdrehen. Schöne Verkokung. Also mich hat da jetzt nichts erschrocken, sondern im Gegenteil. Der müsste mal richtig über die Autobahn mal ein paar Stunden mal nach Frankfurt oder so. So, jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Ich habe gerade gesehen, guck mal hier die Bremsflüssigkeit. Könnt ihr das sehen? Es leuchtet ja die Lampe im Innenraum. Da dachte ich, das ist ein Verschleißanzeiger, der angegangen ist, weil die Belege runter sind, aber... Also die steht da unten auf Minimum. Sieht man jetzt nicht so gut. Das ist gar nicht schön. Das wird ganz einfach sein, dass, weil hinten ja die Belege runter sind und dann kommen ja die Kolben immer weiter raus, ne? Und umso mehr Volumen, umso mehr Bremsflüssigkeit braucht man dann. Ne? Deswegen wird der hier so auf Minimum stehen. Ich werde jetzt erst die Belege hinten bestellen, dann die Kolben zurückdrücken und dann wird das wieder stimmen, also der Stand. Man soll da nie einfach mal nachkippen, die Bremsflüssigkeit, sondern erstmal gucken, dass die Belege dick genug sind, ne, und die Scheiben, bevor man da einfach was nachkippt. Weil das kennt ihr ja wahrscheinlich, oft kippen dann so Leute nach, machen dann hinten die Bremse und dann läuft die ganze Suppe über. Ne? Wie oft hat man dann vorne eine Pfütze? Und dabei macht man sich ja den ganzen Rahmen und sowas kaputt mit der aggressiven Flüssigkeit, ne? Die soll man übrigens auch nicht trinken, ne? Ob das so rausgeht oder ob ich den Auspuff abschrauben muss. Erstmal mache ich das hier ab. So, was meint ihr, geht das so raus? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder? Sieht schlecht aus. Nein, es macht keinen Spaß. Der Auspuff muss leider mit ab. Ich krieg das Lager da so nicht rausgewürgt. So, jetzt drehen wir das. Guck mal, fast in der Waage. So, das Lager ist auf jeden Fall noch gut. Das habe ich schon mal extrem schlimm ausgeschlagen gesehen. Aber hier ist das noch ordentlich stramm. Das schraube ich jetzt los und dann müsste das eigentlich abgehen.
Ist doch wohl höchste Eisenbahn, oder? Soll ich die Kupplung auch noch eben machen? Jetzt, wo das Getriebe schon mal so schön hier ist? Eigentlich ja, oder? Aber die ist noch so gut. Das wäre zu schade. Und ein bisschen faul bin ich dafür aber irgendwie auch. Ne, das ist eigentlich nur das Schaltgestänge hier ab. Und ringsum die Schrauben. Guck mal, jetzt müssen hier die Dichtungen müssen neu. Das summiert sich so alles. So, kleiner Zwischenstand. Guckt euch mal an, was das hier, was das so alles einen Dreck macht. Ja, wie viel hier man wirklich, also was das doch Arbeit ist. Und bei jeder Sache, die man abschraubt, da findet man halt immer was Neues, ne? Was kaputt ist oder was. Guckt euch mal an, was hier, was das eine Öltonne ist, das Auto. Die ganze Ölwanne ist nass. Hier das Lenkgetriebe. Die Servoölpumpe. Aber ich habe jetzt gesehen, das läuft alles da runter, da oben, über der Ölwanne. Und das ist ein bekanntes Problem bei den Motoren, und zwar die Ölfiltergehäusedichtung. Die wird undicht sein. Ja, das heißt, ich muss noch ein paar Teile bestellen, um den so ein bisschen wieder halbwegs hier auf Vordermann zu kriegen. Ja, guckt mal, was hier alles rumliegt. Dann noch eine nicht so erfreuliche Sache. Erstmal, alles ist hier total versaut und verrostet. Durch mal hier hinten diese Verstrebung an. Würde ich am liebsten neu holen, wenn das nicht bei BMW wahrscheinlich 5.000 Euro kosten würde. Aber was jetzt schlimmer ist, guckt euch mal hier den Auspuff an. Was ich hier jetzt gesehen habe, der Endtopf. Also sowas brauche ich doch eigentlich gar nicht wieder einbauen, oder? Das brauche ich doch gar nicht mehr einbauen. Und das ist hier alles ein Teil, ne? Also, oder bis hierhin. End- und Mitteltopf ist ein Teil. Ja, mal sehen, was ich da mache. Mal gucken. Die sind auch teuer, teuer, teuer. Andersrum habe ich jetzt hier auch gut Platz und kann alles schön abschleifen und versiegeln. So gut kommt man ja nicht immer dran. Also dagegen war der M6 doch wohl, der nur 2 Jahre jünger war, war doch wohl ein gutes Auto, oder? Gegen den hier. Die Dinger werden halt nicht günstiger und mir macht es auch Spaß, am BMW zu schrauben. Irgendwie macht es mir am BMW am meisten Spaß. VW auch, aber am BMW irgendwie noch ein bisschen mehr. Ja gut, ich bestelle mal Teile, Teile, Teile und ich sage euch dann auch, wie viel ich dafür bezahlt habe und wie viel ich hinterher, wenn da auch jemand tüffert mit Lackieren und alles, gucken wir mal, wo wir da hinkommen, ne, mit wie viel Geld. Also von der Werkstatt, die da gesagt hat, 3.500, da finde ich, ist das schon gut eingeplant. Ne? Also da wird bestimmt hinterher mehr auf dem Zettel stehen, wenn die da mal angefangen hätten. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.